Heute geht es um den Auftritt von Michi und mir in der ZDF-Neo-Serie Wie lange ist für immer? Joho, hallo, hier ist euer Saboteur frisch aus dem Bett. Was sollen wir noch anderes machen während Corona, ne? Ich hätte einen Tipp für euch, nämlich auf ZDF-Neo Wie lange ist für immer gucken. Das machen Michi und ich jetzt und wir wollten das mal gucken, weil wir es selber noch nie gesehen haben und darauf reagieren und euch ein paar Insider-Infos geben zu, wie lief das da wirklich ab, wie ist Janine Ullmann denn wirklich und wie produziert man eigentlich so eine Sache. Schauen wir doch mal. Natürlich brauche ich aber dazu erstmal meinen Mann. Michi! Hallo! Herzlich willkommen aus dem Bett. So stehen wir auf, gut gemacht, gut ausgeleuchtet. So, wie man sich das vorstellt. Yes. Wir schauen einfach mal rein. Wir machen so ein Splitscreen-Ding oder sowas, werdet ihr ja sehen. Und gucken die besten, schönsten, traurigsten und größten Highlights der ZDF-Neo-Serie an. Wir gucken Let's begin. Wir gucken das hier im Bett, ja. Ja. Wir machen heute nicht Netflix in Chill, sondern Neo in Chill. Aber sie zu finden und dann auch zu behalten, scheint ganz schön schwer zu sein. Glaubst du, deine große Liebe? Nein. Psst, oh, die süß. Wir kennen die übrigens alle nicht, ne? Wir wissen nicht, wer da noch mitgemacht hat. Das ist für uns auch neu. Warum hat sie das gemacht? Will doch keiner wissen, ob sie sich verliebt. Und Michi und Tobi führen seit 13 Jahren eine turbulente Beziehung. Das ist richtig gesagt. Du hast hier einen Fussel. Na, der macht den Fussel weg. Jetzt kommen die Sporty Spices. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Liebe ist Arbeit. Ich finde nicht, dass Liebe immer nur happy, happy ist und juhu, sondern ich finde, Liebe heißt eben wirklich, Dinge auch aushalten zu können. Okay, der nervt mich nicht, also ist das ganz gut. Es sind irgendwie auch Vernunftsgründe, aber wir sind zusammen, weil wir einfach wissen, das ist einfach wie Arsch auf Eimer. Es ist eine offene Ehe. Was laber ich da für eine Scheiße, ey? Schule-Ehe, würde ich genau. Sagen. Du hast doch gesagt, klassische Schule-Ehe. Obenrum geschlossen, aber untenrum offen. Obenrum geschlossen und unten. Aber wir hatten voll wenig für echt mal, die Gays kriegen voll wenig Sendezeit. Voll deprimierend. Diskriminieren. Wen interessieren diese Hetero-Pärchen? Mich nicht. Die auch in Berlin? Dass es den einen gibt und dass es diese perfekte Liebe gibt, das ist einfach totaler Bullshit und es muss unbedingt raus aus den Köpfen. Hollywood ist Schwachsinn, merke ich das, Kinder. Also ich brauche jetzt keine Rosenblätter. Ich hätte gern Blumen, aber das ist immer schwierig. Da hast du es! Ich will keine Blumen, Michael, anscheinend schon. Ich freue mich immer über Blumen. Das. Verliebt habe ich mich am Anfang ja nicht. Also es hat ein bisschen gedauert, der Prozess. Ist das unscharf? Jetzt kommt's raus. Gott, wie sehe ich aus? Oh, das hat Steven gefilmt. Die Sache, dass ich dachte, eigentlich ist es klar. Was denn? Dein Kopf ist so schwer. Oh, Entschuldigung. What the fuck? Ey, wir haben bestimmt 27 Stunden Material gedreht für die und das schneiden die rein, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Cut, dann suche ich mir einen anderen und dann haben wir das erzählt. Nicht zurückkommen! Dann war klar, das ist doch immer klar. Nee, war ja. Yes, I'm that bitch. Oh, ich gehe mit ihr. Niemals. Haben die mich zu einem Mann gepackt? Nee, du warst außen vor. Go back, du liegst da noch außen. Doch, ich lieg da bei einem Typen. Oh Gott, ich sehe gay aus auf Fotos. Warum bin ich direkt gay? What the hell? Du wurdest attraktiv für mich, als ich die ersten Fotos gesehen habe von dir, weil ich dein Gesicht total niedlich fand. Und Michi hat so ein schönes Kinn. Das stimmt. Da stehe ich drauf. Michi hat ein Kinn, Michi hat all das, was ich nicht habe. Das gay. Das reicht gut aus. Geld, Kind, was ist los bei dir? Wo ist die Kontrollgruppe? Wo ist die wissenschaftliche Theorie dahinter? Ach, Tobias, das ist nicht, das ist das Fernsehen. Ja, aber es ist immerhin schon ZDF. Also ihr müsst ja wissen, die haben ja versucht, natürlich mit ein bisschen Experten und wissenschaftlicher Expertise daran zu gehen. Expertise. Und wollten dann auch mit uns natürlich eine Expertensache machen, aber durch Corona wurde das alles ja dann abgeblasen. Und wir haben nur so ein kleines Übereinstimmungsspielchen gemacht. Ganz toll. Oh. Was hab ich da also wir haben Dinge, in denen wir uns gut ergänzen und wir haben auch Sachen, wo wir total übereinstimmen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so der Schlüssel bei uns, dass es das so gut ineinander passt. Ist dir mal aufgefallen, dass nur ich in diesem Interview rede? Gemeinsamkeiten festigen einen. Wahrscheinlich hast du wieder so viel Quatsch erzählt, den sie rausschneiden mussten. Ihr kennt das ja. Und man kann nicht aneinander wachsen. Es gibt ja mehrere Ebenen im Hauptbahnhof und ich stand oben und habe ihn schon gesehen und wusste ganz genau, er
Das ist er. Das ist der aus er. Dem Internet. Ja, das okay. ist er aus dem Internet. Nee, noch nicht das ist er, sondern das bist du. Also es war nicht jetzt gleich, was man sich am Anfang getroffen hat und gesagt so, boah, geil, das ist mein Deckel, sondern es war so. Das ist immer so geil, wie Michi sich selber zuguckt. Die beiden führten 7 Jahre lang eine monogame Partnerschaft, bis sie ihre Beziehung für andere Sexpartner geöffnet haben. Das ist so, wie wenn halt jemand irgendwie Bock hat, Bowling spielen zu gehen die ganze Zeit. Und ich will aber nicht bowlen und dann geht der halt Bowling spielen. Soll er noch machen? Ja. Ja. Dr. Strikes mache ich. Alle Zähne, Michael. Auslöser für diese Gott, dieses Licht ist schrecklich. Ich sehe ja total kacke aus. Ich sah dick aus. Gott, und meine Fresse sieht wohl hässlich aus. Dick. Glaubst du an das Gute im Menschen? Nein. Girl, feel you. Könntest du deinen Traum mal direkt beschreiben? Nee. Großer Schwanz. Das, was ihr sagt, Optik, Mimik, Lachen, Zähne, Körper, das ist was zählt am Anfang. Ja. Und dann der Marathon, den habe ich, dann hat man dann halt zu Hause hocken. So, Teil 1 vorbei. Ja. Ich bin nicht gespannt, was ging bei ja. Teil 2 kommt. Also hätte gedacht, ja, dass es schlimmer ist. Irgendwie gar nicht zu sehen. Ja. Ja. Jetzt haben wir sehen dann auch noch hässlich aus. Liebe ist, dass man auch negative Seiten der anderen Person zu schätzen weiß. Ich eben einfach immer widersprechen möchte. Dass man eigentlich ja ohne den gar nicht. Ist doch immer so. Tobi und Michi sind seit 3 Jahren ein Ehepaar. Also mich hat es schon was verändert, weil er einfach gesagt hat, ja, ich bleibe immer mit dir zusammen, Tobi und Michi, forever. Oh. Ich glaube, ab dem Moment, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, da kann man sich auch trennen. Ja, so ist es. Hast du mal wieder auf den Punkt gebracht. Ja. Das, was du sagst, und Michael sitzt immer nur daneben. Daneben so, und sieht gut aus. Genau. Ich möchte Ihnen gerne Videos, die unsere Paare mir geschickt haben, zeigen und mit Ihnen darüber sprechen. Oh nein! Oh. Ja, ist auch super objektiv zu beurteilen, wenn ich da so ein paar Videos sehe. Das ist so albern, weil die ganze Zeit man weiß, dass man beobachtet wird. Da verhält man sich doch ganz anders. Wir haben gesagt, wir machen es nicht. Ja, deswegen haben wir gleich gesagt, wir machen es nicht, weil das einfach sinnlos ist. Also was die jetzt labern, vergesst es, können die überhaupt nicht beurteilen. Experiment failed. Also es eskaliert nicht, das könnte auch ein richtig... Natürlich eskaliert es nicht, weil die wissen, dass es ins Fernsehen kommt. Bitch, ganz ruhig, Brauner, sag mal. Das ist so lächerlich. Mensch, Janine, du hättest auch einfach eine halbe Stunde mit mir reden können, dann hätte ich dir das alles kurz erklärt. Da musst du nicht 5 Paare treffen und hier so eine Show machen. Bin ich jetzt in Hamburg. Na, und wir treffen jetzt war ja wieder klar, Jana Welch, dass jetzt die Schwulen kommen. Wenn es um Sex geht, geht es um die Schwulen. Na, schauen wir mal. Deswegen stellen sie uns wieder diese Plug-Fragen. Ja, war doch klar. Sexologin. Wo macht man denn eine Ausbildung zu einer Sexologin? Im Puff? Da liegt die Muschi direkt auf dem Tisch. Meine Güte. Oh, haben wir doch gemacht? Ich erinnere mich nicht daran. Nicht, dass du Sex willst. Ist das der Zimmerservice? Hallo! Voll schön, dass ihr hier seid. Oh, man sieht richtig, wie ich mich ganz authentisch freue über diesen Spruch. Tobi, Michi, wie oft im Monat schaut Michi Pornos? Jetzt sind wir mal gespannt. 82 Mal. Übrigens zu eurer Info, wir hatten alle von diesen Fragen, die vorher gestellt haben, richtig beantwortet. Also wir haben komplett übereingestimmt. Mehr haben die nicht gezeigt? Es war einfach super easy und lame, dieses wissenschaftliche Spielchen. Ihr Kinderlein, das war Wie lange ist für immer auf ZDF Neo mit Janine Ullmann. Sie hat die Frage gestellt und nicht so richtig beantwortet, glaube ich. Aber ich finde, wir sollten reden, Tobias. Wir sollten reden, wir sollten küssen, denn Küssen führt zum Sex. Ja, schade ja, eigentlich. Das war noch kurze Zeit und vielleicht von uns, wie das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Das war ein Riesenaufwand. Also wir haben gedreht ohne Ende. Wir mussten uns über eine Woche lang mit einer Handykamera begleiten. Haben denen so wahrscheinlich 17 Stunden Filmmaterial geschickt. Und na, immerhin 17 Sekunden davon haben sie auch reingenommen in diese Dokumentation. Yay! In Social Factual. Und wir durften nicht einen wissenschaftlichen Test machen. Naja, du siehst ja, ZDF Neo ist eher noch heterolastig. Ja, und nicht die gendern offen, ja auch nicht mal. Nicht ja. offen für die schwule Community. Und sie machen ganz gerne falsche Versprechungen. Das finde ich auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, weil wir haben sehr, sehr viel unsere YouTube-Aktion damit reingebracht, weil das ja sowas ganz Besonderes für unsere Beziehung anscheinend war und es wurde uns versprochen, dass das reinkommt. Naja, ihr seht es ja selbst.
Dazu können wir nur sagen, vertraut niemandem vom Fernsehen, ganz, ganz wichtig, weder den öffentlich-rechtlichen noch den privaten, sondern alle lügen euch nur voll. Trotzdem danke, dass wir mitmachen durften. Ja, wie ihr das fandet, schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Wir würden gerne eure Meinung dazu hören. Lesen wir danach. Machen wir. So, wir müssen jetzt reden. Liebe.zdfneo.de. Viel Spaß. Tschüss. So, ich mach die Kamera aus, wir sind schon im Bett. Wir machen heute noch ein Geheimprojekt. Und zwar für OnlyFans. Ja, sieht schon mal aus, wer hier mit Klamotten im Bett ist. Also wirklich. Ist.